Hallo Leute, ich bin Christoph Mühl. Es ist Anfang Juli. Wir befinden uns hier an einem 18 Hektar Baggersee. Das ist der See, wo ich das allererste Mal mit der modernen Karpfenangelei in Verbindung kam. Ja, und hier nehme ich euch mit zu einer gemeinsamen Session und wir gucken mal, was sich in all den Jahren am Bestand verändert hat. Ich bin 36 Jahre alt, arbeite als Justizvollzugsbeamter in der JVA. Begonnen mit der Angelei habe ich mit 7 in Dänemark im Hafen auf Scholle und Makrele. Ja, mit 10 bin ich dann in den Verein eingetreten und das war eins meiner ersten Gewässer, das ich befischt habe. Ich habe damals in der Jugendgruppe den Angelschein verpasst. Demnach war ich mit 18, konnte ich nicht mehr angeln. Ihr wisst es, ihr kennt es vielleicht, Frauen und Autos werden interessanter. 2006 habe ich wieder angefangen mit dem Angeln, es wurde immer intensiver. Ich bin nach wie vor mit Herzblut dabei, es bockt mich richtig und ja, angeln werde ich mein Leben lang. Ich bin jetzt eine Viertelstunde, 20 Minuten da. Die Fische zeigen sich auf dem vorbereiteten Platz. Sie springen. Hier vorne ziehen 2 ihre Bahnen. Einer ein guter dabei. Ich werde jetzt schnell meine Pop-Up-Rigs montieren und dann reinschnicken und dann mal schauen, dass wir schnell einen rausdrehen hier. So, ich habe jetzt hier ein gutes Teigblei genommen, habe meinen favorisierten Teig drum geknetet und fische jetzt quasi mit einem Single Hook und als Attraktion, damit der Fisch schneller den Köder findet, den Teig. Auch nur wenig, weil ich muss nicht weit werfen, das sind hier maximal 50 Meter. Und jetzt pfeffern wir das Ding mal in die Fluten. So, es hat geklappt. Single Hook, der erste Fisch. So, ich fische über dem Plateau. Das Problem ist hier, dass die Fische hinten rüber schwimmen können und über die Steine abreißen. Das ist die Gefahr hier. Aber der ist jetzt nach rechts rausgezogen, da fällt das Plateau runter ab. Und jetzt ist er hier im Freiwasser, da kommt er. Ja, hier ist der erste Karpfen. Problem, wie ihr seht, vom Plateau hat es die Algen eingesammelt, ist am Schlagschnur Knoten hängen geblieben. Die Rute, die lag keine 5 Minuten. 13,2 Kilo hat der Gute. Und jetzt gucken wir, das war schnell die zweite Rute. Die hatte ich gerade fertig. Schnell rein und auf den nächsten. Ja. 60 Gramm Blei. Plus ein bisschen Teig reicht für die paar Meter. Das hat den Vorteil, wenn der Teig abgelöst ist, dann kommt der Fisch beim leichteren Bleiaufwand nach oben. Und ich habe das Problem nicht, dass er hinten mir über das Plateau über die Steine zieht. Ja, und jetzt würde ich sagen, pfeffern wir den schnell wieder rein. Auf den nächsten. So, hier vorne schwimmen ein paar Fische. Ich werde jetzt einfach nur hier vorne reinschnicken. Nichts Weltbewegendes. Nur gucken, dass wir hier vorne einen erwischen.
Der Haken mit dem, von dem gefangenen Fisch, der ist noch gut. Ich prüfe das immer, ob das Rig keinen Schaden genommen hat, indem ich zwei Puller montiere. Und ich hoffe, das sieht man jetzt gut. Mal kräftig daran ziehe, bis die Hakenspitze ein bisschen auseinander geht. Dann weiß ich, das Rig ist wieder auf der einen Seite gestrafft und B hat es keinen Schaden genommen, weil dann würde es abreißen. Dann drehe ich mir das hier wieder parat. Ich benutze hier das Corda Mousetrap. Das ist ein sehr gutes Material. Ja, der Pop-Up tut es auch noch. Den hänge ich jetzt so wieder dran. Dann kommt wieder ein bisschen Teig drum. Einfach grob hier drum, bisschen angedrückt, dann drehe ich das kurz und ja, dass ich so ein Ei habe. Und dann ist mein Rig quasi wieder voll einsatzbereit. So macht Angeln Spaß. Geil. Hör, er flüchtet schon an Land. Auf den pinken Pop-Up vom eben. Yes, da ist er. Rick, sauber in der Lippe. Schöner Fisch, der zweite, auf den gleichen Pop-Up wie dem von eben. Wieder noch kein Beifutter, alles auf Single Hook mit Teigblei. Und ja, ich freue mich. Der hier hat 9 Kilo, 8 Kilo. Toller Fisch, kerngesund, richtig kräftig. Ja, ich freue mich auf weitere. Jetzt gucken wir, dass die Rute wieder schnell reinkommt. Schnell einen neuen Pop-Up dran, der war eingerissen. Wahrscheinlich sind die Fische gerade aktiv am Suchen bei dem Wind. Ich werde gleich mal ein paar einzelne Boilies drüber sticken. Nicht viel, eine Hand, zwei Hände, dass sie wirklich aktiv suchen. Und ja, dann hoffen wir auf den nächsten. Haken passt. Kurz angezogen habe ich ihn auch schon. Es kommt gerade noch ein bisschen Teig dran. Diesmal nehmen wir Fischpaste. So, wie gesagt, da die Fische anscheinend suchen, will ich sie bei Laune halten. Jetzt sticke ich ein paar Hände Krills drauf. Ja, die Rute liegt jetzt auf 4 bis 5 Meter. Da ich die ohne Clip werfe, kann ich das halt nicht so genau sagen. Ist halt das Plateau, ist halt abschüssig und ja, es funktioniert. Geil, das Wetter ist genau richtig.
Plan geht auf, Pop-ups laufen und das mit wenig Beifutter. Ja Leute, was war das für ein krasser Tag. Gegen 15 Uhr bin ich hier angekommen, die Fische sprangen direkt auf den Platz. Dann habe ich direkt ein paar Pop-ups drauf geschnickt. Ja, 5 Minuten später lief schon die erste Rute. Ja, dann folgte Fisch 2 und 3. Da ist schon wieder einer gestiegen. Ja, und beim Essen, wie soll es auch anders sein, beim Essen lief der vierte. Ja, und dann haben wir gegen 20 Uhr ein Instagram-Live-Video gemacht. Und wie soll es auch anders sein, auch da pfefferte die Rute ab, live bis. Live Drill, live Fisch. Jetzt liegen noch mal ein paar Boilies drauf. Ich gehe in die Nacht. Mal gucken, was die so bringt. Ich glaube, je dunkler es wird, desto geiler wird das hier. Stark gekämpft. Ich glaube, die Nacht, die wird echt schlaflos. So, das ist der größte Fisch von heute Nacht. Und jetzt gleich erzähle ich euch mal meine Taktik, mein Vorgehen hier in dem Gewässer. Und ja, seid gespannt. Jetzt mal anfassen. Wow. Das ist nicht so fett. Tötet ihr den jetzt? Ja, ja, der muss doch in die Pfanne, oder? Macht man doch so, oder? Ja. Der erste Fisch nach der Nacht. Bestand besteht überwiegend aus Schuppis. Die Nacht hatte ich 2 Spiegler, insgesamt jetzt 3. Tolles Tierchen. Der Wind kommt langsam wieder auf, die Sonne geht. Ich glaube, das geht so weiter. Die wieder abgeht. Sehr geil. Thank you.
starker Kämpfer, auch wieder um die 10 Kilo. Wieder ein Schuppi. Schönes Tier. Falls sich der eine oder andere wundert, das Ding hat eine Geschichte. Und zwar war ich dieses Jahr in Mecklenburg-Vorpommern mit meinen Kumpels Hechtfischen, 3 Tage. Ich habe meine Zahnbürste vergessen. Die haben sie mir mitgebracht mit der Prämisse, ich musste dieses Jahr benutzen. Deswegen habe ich hier so eine Schweinezahnbürste mit Noppen. Es läuft hier so gut. Das Einzige, was ich momentan mache, ist Teig ans Blei, Pop-ups und Rafter drauf, auf die Plätze geworfen. Ich reagiere auf die springenden Fische, einfach anwerfen. Im Anschluss wird nachgefüttert, großflächig, um die Viecher bei Laune zu halten. Ja, und dann läuft das hier. Das ist hier eine Ausnahmesituation, das ist nicht alltäglich. Das habe ich hier so in der Form nicht erlebt. Ich habe hier schon einige Sessions gemacht. Hier passt einfach alles, Luftdruck, Wind, Spot, Futter. Die Fische haben Bock zu fressen, der Sauerstoffgehalt ist hoch. Die Fische stehen voll im Saft. Ihr habt es eben gesehen, die scheißen dieses Zeug auf die Matte. Wenn bei euch die Wetterbedingungen mal nicht passen sollten, sprich Hochdruck, Sonne ohne Ende, kein Wind, Ententeichstimmung am See, dann habe ich für euch die passende Taktik, um die beißfaulen Fische zum Beißen zu animieren. Darüber hinaus, wenn ihr sowas erlebt wie ich hier und die Bissequenz lässt nach, könnt ihr die gleiche Taktik anwenden und die zeige ich euch gleich. So, die Route liegt jetzt. Ich nutze die Zeit bis zum nächsten Biss, um euch zu zeigen, wie ich das Groundbait in Verbindung mit der Spomp verwende und speziell hier, wie ich es jetzt anrühre. Dazu benutze ich das Stipp Groundbait von Successful Baits, das Liquid Krill Black Pepper in der Geschmacksrichtung, wie ich die Boilies fische. Und Partikel speziell hierfür benötigen wir aber den Partikelsud. PureFlow Bait Filter System ist ein guter Eimer, weil hier, wie ihr hört, läuft der Partikelsud gut ab, sodass die Partikel und ja, der Sud voneinander getrennt sind, ohne sich die Finger matschig zu machen. Ich warte jetzt noch gerade, bis das abgelaufen ist. Ja, und dann können wir schon loslegen. Das Groundbait ist jetzt erstmal angerührt, es wird noch nachziehen, dann wird es relativ trocken sein. So möchte ich das erstmal nicht haben, weil ich will ja eine Wolkenbildung, keine Klümpchen, die zum Grund sinken. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal ziehen und dann gebe ich dann nochmal so viel Partikelsud dabei, bis die Konsistenz für mich passt. Sieht, es ist schon nachgezogen, es klebt kaum noch. Weitere 5 Minuten ist es gut. Dann gehe ich hin, lege mir ein paar von den etwas festeren Klumpen beiseite. Die füttere ich so, wie sie sind. Die sinken auf den Grund, locken dann unten auf den Grund. Wenn dann Rotaugen im Spiel sind, die dran rumnagen und fressen, löst sich das ganze Volumen der Lockwirkung halt am Grund auf. Den Rest mache ich dann halt wieder ein bisschen batschiger, dass das beim Runtersinken schön zerrieselt und so quasi eine Wolke in der Säule ergibt, die dann langsam mit der Strömung abzieht. Und speziell fütter ich das gerne halt im Wind, weil der drückt das halt durch den See. So, ich habe gerade mit Hilfe der Signal Distance Sticks 14 Routenlängen abgesteckt
Kurz zu meinem Setup. Ich benutze hier die Tracker Defy Spot und Markerot in 12 Fuß. Shimano Alex Spot. Eine ganz normale Spomp MIDI. Als Hauptschnur verwende ich eine 25er Mono und ein 32er geflasht mit ca. 4 bis 5 Meter. Beim Spompen gehe ich folgendermaßen vor. Meine Spot-Route lege ich auf die Routen ab. Dann gehe ich einfach mit der Hand in den Mix und gucke, dass ich so eine kleine Schaufel bilde. Ja, einmal nach unten wegen dem Schwerpunkt und dann geht es eigentlich schon los. Beim Werfen ist es wichtig, dass man Fingerschutz verwendet, weil sonst schneidet das Geflecht einen Finger ein. Ja, ansonsten gehe ich hin, ganz normal werfen. Ich prüfe hier vor mit dem Finger einmal, ob die Route frei ist. Und dann greife ich die nach unten und mit einem Schwung haue ich die dann raus, seitlich in den Clip, gehe mit und dann platscht die auf und aus und dann kann ich das schon wieder reinziehen. Ganz simple Sache, macht auch tierisch Spaß, kann ich nur empfehlen. Das ist eine super Alternative zum Boot und Futterboot. Und dann geht's von vorne los. Mit meiner Spotmischung habe ich den Platz jetzt noch mal so richtig angezündet. Das raucht jetzt richtig unter Wasser. Jetzt sehe ich zu, dass ich die zweite Route ins Wasser kriege, damit wir noch ein paar Karpfen fangen. Der Luftdruck, der ist auf 1020 aktuell hochgestiegen. Deswegen hat die Bisssequenz etwas abgelassen. Nachgelassen. Ja, die Fische sind nach wie vor am Platz, die steigen auch. Und ja, jetzt mal schauen, ob ich sie hiermit aus der Reserve gelockt kriege. Morgen. Komischerweise, obwohl die Fische gesprungen sind, hat die Nacht keinen Fisch gebracht. Jetzt habe ich die Pop-Up-Farbe geändert auf Orange, die Route etwas flacher geworfen, auf die Schräge vom Plateau, ein bisschen höher. Ja, lag 10 Minuten, läuft dieser ja, 10, 11 Kilo Schuppi ab. Den holen wir jetzt mal raus. Der ist ordentlich vollgefressen, komischerweise. Wahrscheinlich hat der nachts gefressen. Ja, komisch, dass keiner lief. Kann ich mir nicht erklären. Aber genau das ist es. Und jetzt muss man sich darüber Gedanken machen und gucken, dass man da eine Lösung für findet.
Und ich glaube, die liegt im orangenen Pop-up. Wir mussten ein Boot raus, weil Fisch übers Plateau gezogen ist. Sie stehen im Moment flach. Da hing er kurz fest. Jetzt sind wir auf dem Boot. Fisch ist frei. Kämpft ruhig und tief. Jetzt mal gucken, was da hochkommt. Ja, harter Kampf, ihr seht, riesen Flossen hat der Bursche. Er suppt auch noch. Wir machen die Session jetzt hier zu. Ich muss langsam einpacken. Morgen ruft der Knast. Und ja, schön, dass ich euch diesen nochmal präsentieren konnte. Ich wünsche euch viel Erfolg in diesem Jahr und wir sehen uns.